Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4 hier bei Heisenberg Zockt. Und ja, wir sind ein bisschen bestürzt. Wir, die Katrina, denn wir haben noch 70 Euro und hier oben stand gerade was von wegen, dass Rechnungen gekommen sind über 400 Simoleonen. Ja, erstmal was essen, da hat sie recht. Jetzt, wir haben ein grundsätzliches Problem. Frau alt, Mann knackig und jung. Er guckt schon so. Ja, und wir wollten ja eigentlich ein Baby haben, denn sonst sterben wir aus. Das kann es ja nicht sein. Auch er liebt sie halt. Was kann man denn da machen? Ich habe mal geguckt. Wir könnten uns scheiden lassen, wenn wir... Wir müssen mal zu ihm wechseln. Wenn wir hier mehr Auswahl... Gemein. Tatsächlich, da könnten wir uns scheiden lassen. Aber das möchte ich nicht. Wir mögen sie doch. Sie ist doch so eine Nette eigentlich. Und wir sind zusammen alt geworden. Darauf sollte man auch immer ein bisschen achten. Nur, wie kommen wir denn jetzt an ein Baby? Was man auch noch machen könnte, wäre ein Kind adoptieren. Das kostet aber ein Heidengeld. Und das Thema Geld hatten wir gerade. Wir können uns nicht mal mehr die Rechnungen leisten. Wir können die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ich werde jetzt trotzdem mal gucken. Irgendwo bei Telefon. Moment, ich muss mal gucken. Telefon, nein, nicht leise stellen. Unterhaltung. Sozial. Ist das bei Sozial? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht hier. Urlaubstag, Service, Job kündigen, Internet surfen, Spiel spielen. Wir gucken mal, ne, umziehen wollen wir auch nicht. Wo haben wir das denn? Irgendwie sehe ich das nicht. Verabreden, bla bla bla. Irgendwo hier müsste, theoretisch. Ach so, nein, Moment, ich bin falsch. Aber wir sitzen ja eh gerade vor dem Computer. Hier ist es doch. Ja, wo denn? Bestellung, wir bestellen uns ein Kind. Web. Boah, ja, wenn man das jetzt wüsste. Lustige Videos. Nein, wir, uns ist nicht nach lustigen Videos. Zumal die Frau da hinten wieder Thekla spielt. Ihm gefällt es zwar. Er hat gerade gezeigt. Musik. So, Karriere, Haushalt. Ja. Nee, wir wollen nicht umziehen. Da, adoptieren. Da habe ich es gefunden. 1000 Zimmelonen. Heisenberg kann sich das nicht leisten. Es ist ein Kreuz. Eine alte Frau, die fürchterlich Geige spielt, die kein Baby mehr bekommen kann. Ja, und ein Angebot über 1000 Dollar, beziehungsweise ein Kind für 1000 Dollar. Das ist ja... Was machen wir denn mit dir? Wir haben dich doch lieb. Wir möchten dich... Oh, Level aufstiegen. Ja, jetzt können wir uns sowieso nicht mehr scheiden lassen. Jetzt wird sie berühmt. oh Gott. Ja, ich würde sagen, am besten wäre es natürlich, wir würden diese 1000 Dollar irgendwie herschaffen. Er möchte noch schwimmen gehen. Musst du nicht bald arbeiten? Zähne. Die Arbeit. Was haben wir hier? Oh, er muss arbeiten gehen. Moment. Das alles weg. Das Gedudel läuft schon wieder. So, auf und malochen. Vielleicht noch ein Küsschen nach hier hinten werfen. Nein, das liegt heute nicht drin. Okay. Halt, falsch. Ich möchte eigentlich hier gucken. Ja, die soll noch ein bisschen fiedeln. Sie muss ja um 5 oder so arbeiten. Aber heute gehen wir natürlich alle arbeiten, denn wir haben kein Geld. Wir brauchen Geld. Wir müssen Rechnungen bezahlen und wir müssen ein Kind kaufen. Gute Frau. Weißt du was? Mal doch noch ein bisschen. Ja, wir haben halt kein Geld. 70 Dollar. Wir können gerade mal noch so ein günstiges hier machen. Mal gucken, was das an Geld gibt. 17 Uhr. Ich weiß, ich gucke ein bisschen zu wenig, was sie tun sollen. Deswegen, wir werden nicht befördert. Wir haben immer ein bisschen Problem mit den Finanzen. Wir können nicht mal ein schönes Haus. Also ja, ist ja okay das Haus, aber das muss größer sein. Da muss ein zweiter Stock rauf. Da muss der Pool muss viel größer sein. Wir wollen hier einen Garten. Wir wollen immer nur, wir machen nur nicht. Ja, gute Frau, mal. Mach was Schönes. Was ist das? Ein Fleck. Aha. Jetzt noch ein bisschen Farbe auf den Fleck. Sehe ich das richtig? Was sagt sie? Ja, sie malt. Okay, das wissen wir. Sie möchte immer noch die Poollampe. Können wir nicht? Haben wir nicht. Kein Geld. Freundlich zu Heisenberg sein. Das lassen wir so stehen. Das passt. Den Hüftstoß, Mann. Das wird schwierig. Wir haben hier gerade niemanden. Und wir wollen im Moment hier auch niemanden. Wir gucken mal, wie sieht es denn hier aus? Relativ gut. Dann gehen wir mal zu Heisi. Bei der Arbeit. Was habe ich jetzt gemacht? Moment. Wir knüpfen mal nochmal.
Wir knüpfen nicht, wir lesen erst. Senkt das Bedürfnis. Früher gehen ist blöd. Verringert die Arbeitsleistung. Bietet die Möglichkeit, die Stimmung glücklich zu erhalten. Wir machen mal Kontakte knüpfen. Dann gehen wir wieder zu Katrina. Die malt noch. Und ist soweit energiegeladen. Okay, das ist ja schön. Wir müssen lauter Sachen machen, die irgendwie Geld bringen. Deswegen, wir machen hier mal ein bisschen schneller, damit das Bild fertig wird. Sie ist immer noch glücklich. Okay, Hunger und so, das passt alles. Sie sollte nur nicht völlig ausgepowert dann zur Arbeit gehen, natürlich. Jetzt macht sie sowieso irgendwas. Was macht sie denn? Ja, wenn man so schnell unterwegs ist, dudelt sie ja wieder? Nein, hat ausgedudelt. Oh, wo gehen wir hin? Habe ich was verpasst? Bar kaufen? Nö, stopp. Ach, sie hat eh kein Geld. Aber wo rennt sie denn hin? Was soll das denn? Hm, wir reden mal mit denen. Nicht hier hingehen, freundlich vorstellen. Okay, bitte drehen. War's das schon? Nee, eben. Das ist doch wieder dieser Bob hier. Nee, Marcel Weber. Der sieht aus wie Bob. Das muss ein Zwillingsbruder sein. Wer bist du? Wir stellen uns mal vor. Dann winkt sie. Ein bisschen soziale Kontakte. Das kann nicht schaden. Aber eigentlich müsste... weißt du was? Geh mal zurück. Mal dein Bild fertig. Wir wollten doch Geld verdienen. Oder können wir das schon verticken? Jawohl. Dann verkaufen wir das. Okay, wieder hier langsam rüberschleichen. Da steht noch einer mit Cowboy-Hut. Okay, lass die Frau in Ruhe. Die haben zum Spielen. Das ist wieder eine, die hat einen Gang drauf. Ist zwar irgendwie auch nett, aber... Boah, auch so ein grauhaariges Ding. Ja, wir müssen die 1000 Dollar haben oder uns scheiden lassen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das Scheiden, das bringe ich glaube ich nicht übers Herz. Wir mögen sie doch. Das ist doch einfach unschön. Das gibt Trauer. Das gibt eine traurige Katrina. Das ist aber ein Elend. Was machst du? Ah, malen. Ich dachte schon, es geht zu pennen. 50 hat sie dafür bekommen. Okay, wir sind... Warum haben wir denn 152? Jetzt habe ich nicht genau hingeguckt. Das sah ein bisschen aus, als hätte sie genau gleich viel eingenommen, wie sie investiert hat. So, du malst nochmal. Das können wir uns leisten. Wir sind hier gut versorgt. Machen wir wieder schneller. Ja, so kommt... Jetzt sind sie wieder weg. Ach so, ja, weil das Bild 100 Dollar kostet. Okay, alles klar. So, wieder was Grünes. Okay, das ist eigentlich das gleiche wie vorhin in groß. Okay, ich hoffe, es ist bald fertig. Dann können wir es verticken, denn sie muss gleich zur Arbeit. Level 4. Können wir schon? Jawohl, machen wir. Machen wir wieder normal. Aha, guck mal, das schlägt schon. Das schlägt schon rein. Man könnte auch online diverse Sachen machen, mit denen man Geld verdient. Okay, aber nicht mehr jetzt. Sie muss gleich los. Und jetzt hat sie hier doch ein kleines Hüngerchen. Das heißt, wir machen mal eine schnelle... Wasser ist eine schnelle Mahlzeit, okay. Wir machen mal einen mit Milch. Hoffentlich ist sie nicht verdorben. Jetzt muss sie erstmal kurz sitzen. Und Hunger machen wir gerade. Und Energie. Dann machen wir uns doch hier ein Käffchen. Das kostet gleich 8 Dollar. Was haben denn die hier für einen Kaffee? Heieieiei. Erst Essen machen. Das macht sie. Ach so, sie geht mit der Milch. Ja gut, die Milch kann sie eh gleich für den Kaffee brauchen. So ist es ja auch nicht. Ah, Maschine kaputt. Reparier mal, bevor du arbeiten gehst. Ach, aber sie hätte eigentlich Hunger. Wir können jetzt nicht die Maschine reparieren. Moment. Nein, Kaffee weg. Reparieren weg. Iss was, beziehungsweise trink was. Dann geht der Hunger zurück. Und dann gucken wir auf die Uhr. Ja, das müsste eigentlich vielleicht fast noch drin liegen, dass wir hier noch kurz reparieren. Wenn es ein bisschen schneller trinkt, mach hinne. Alte Frau, die wir doch so mögen. Deswegen keine Scheidung. Das werde ich definitiv nicht machen. Das fände ich sehr schade. Ich habe mich an die gute Frau gewöhnt. So, jetzt trink deine Milch aus, sonst lasse ich mich dann doch noch. Scheiden. Schmeiß weg das Ding. Hier reparieren. Ah, oh, du musst in 2 Minuten musst du zum Maloche. Kriegst du das hin? Kaum. Ja, dann macht das nachher. Dann macht das nachher der Heisi. Oder tut sie schon wieder? Nein, sie fackelt. Irgendwas klingt hier gar nicht gut. Ich dachte schon, oh, was wollen Sie? Wir müssen zur Arbeit. Sie können wieder gehen. So, wir lassen das. Nicht, dass es zu spät kommt. Wir brauchen das Geld. Ja, voller Glück, voller Elan.
Der hier draußen wundert sich. Kein Ton. Ja. Dabei sah er eigentlich nett aus, aber was heißt das? Ja, dass er irgendwie abgewiesen wurde wahrscheinlich. Ja, komm doch ein andermal wieder. Du musst natürlich auch nicht genau dann kommen, wenn wir zur Arbeit müssen. Das ist ja auch irgendwie eher doof. 260 Simoleonen. Okay, jetzt müsste eigentlich auch ordentlich was reinkommen. Da ist der Heisi. Den nehmen wir. 600, das heißt, wir können die Rechnung bezahlen. Wo war gleich nochmal? Wo ist denn unser Briefkasten hingekommen? Hallo? Habe ich den? Wo habe ich denn den Briefkasten? Wir haben eine schöne Tür, das ist ja kaum der Briefkasten. Nein, das ist ein Licht. Das ist klar. Haben wir jetzt hier drin irgendwo was, wo wir Rechnung bezahlen? Irgendwie, was liegt denn hier wieder für eine grüne Luft in der Luft? Sozusagen. Wo bezahlt man denn Rechnung? Mit dem Computer? Das könnte natürlich auch sein. Eingehende SMS. Ja, komm doch mal vorbei. Okay, kenne ich dich? Ich weiß gar nicht. Er legt sich erstmal hin. Rechnung bezahlen. Okay. Dann machen wir das mit dem PC. Habe ich das Ding hier kaputt gemacht? Den Briefkasten mit meinem Tor? Das kann natürlich sein. Keine Ahnung. Den bieten wir mal rein. Nicht tiefgrün. Nein, umarmen, um Himmels Willen. Wir beschweren uns mal über die Rechnung. Denn Heisi ist unwohl, der bezahlt nicht gerne Rechnungen. Ja, und er stinkt. Okay, dann... Oh, und Energie hat er auch keine mehr. Weißt du was? Qualität schlecht. Wir reparieren mal. Dann duschen wir. Auch reparieren? Alles kaputt in dem Haus. Ach, du grüne Neune. Und den lassen wir mal. Ja, wir haben im Moment gerade keine Zeit. Lass uns bitte vor. Lässt uns bitte durch. Wir stinken wie ein Iltis. So, erstmal die Dusche reparieren. Das ist gar nicht so falsch. Machen wir ein bisschen schneller. Dann müsst ihr aber schon duschen. Das ist ja in der Hygiene gleich null. Okay, wir machen mal. Kann ich nicht. Nicht, wenn er repariert. Boah, es dauert Ewigkeiten. Du hast doch eigentlich ein relativ ordentliches Level, dachte ich. Feier den Geburtstag von Heisenberg mit einer wilden Geburtstagsparty. Können wir uns nicht leisten, Leute. Wir wollen ein Kind. Dann wird Heisi wieder traurig, ich weiß, aber... Tut mir leid, geht nicht. Und jetzt? Eine Socke. Nee, jetzt duschen. Ja, dem wird selber übel. Weißt du was? Geh. Der sieht eh aus. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Diesen umgehängten Pullover hier und... Weiß nicht, der sieht irgendwie... Der sieht nicht so aus, wie man aussieht, wenn man nett ist. Finde ich. So, wir hören auf zu stinken und machen als nächstes... Bräuchten wir eigentlich was zu essen? Was Schnelles. Schnell. Wasser. Wasser ist doch nichts zu essen. Mein liebes Spiel. Die Kaffeemaschine müsste man noch... bevor uns die um die Ohren fliegt. Das machen wir nachher. Wir reparieren mal. Der fühlt sich stark hier. Okay, dann nutzt mal unseren Computer. Auch nicht schlimm. Immer noch mal schneller machen. Der kommt hier nicht mehr aus der Dusche raus. Hygiene passt. Duschen beendet. Okay, wieder langsamer. 270 Simoleonen hat sie mitgebracht. Okay, wir sind bei 500. Die Hälfte haben wir. Das heißt, wir müssen morgen noch mal ran. Ich könnte ja jetzt eigentlich... Eigentlich könnte ich jetzt schneller stellen. Er hat eigentlich seinen Auftrag. Kaffeemaschinen reparieren nachher. Hygiene passt. Hunger ist immer noch ein bisschen kritisch. Oh, ja, ab in die Haie. Oder was machst du? Malen. Frust malen. Nein. Sie geht schlafen. Bringt das denn was um die Uhrzeit? Ja. Ja. Okay, das Techtelmechtel und Co., das können wir mal bleiben lassen. Das bringt im Moment nichts mehr. Im übelsten Fall lässt sie sich von uns scheiden, wenn wir nicht mehr nett sind. Dann waren wenigstens nicht wir schuld. Kann man den schicken? Okay, bitte gehen. Du nervst. Einfach abhauen. Ja, jetzt machen sie noch ein gemeinsames Foto. Oh, ja, guten Abend. Geh doch schlafen. Energie, du hast gar keine Energie mehr. Ach, sie sagt ihm wahrscheinlich jetzt, er soll gehen. Okay, schlafen. Heisi ist auch schon ins Bett gegangen. Okay, hat auch keine Energie mehr. Sehr schön, dann lassen wir hier laufen. Ich muss los.
Das klingt, als wäre der Abschied dennoch relativ nett gewesen. Also der ist nicht sauer. Oder so. Und sonst wäre es auch egal. Wir mögen den nicht. Basta. Okay. 3.50 Uhr. Die Energie steigt. Wieder langsam. Mal bei ihr gucken. Die Energie passt auch. Sie müsste mal aufs Klo. Okay. Machen wir gleich als nächstes. Verwenden. Das ist wenigstens nicht kaputt. Oh, hier sieht es aus. Wir brauchen eigentlich wieder eine Küchenhilfe. Wenn man es genau nimmt. Aber wir können uns die nicht leisten. Okay, Energie passt. Hunger. Weißt du was? Mach mal Frühstück. Frühstück servieren. Rührei mit Speck. Das leisten wir uns jetzt mal. Und du stehst gar nicht mehr. Lebt sie noch? Um Gottes Willen. Doch, sie schnarcht. Oder zumindest macht sie zu. Das ist nicht wirklich schlecht. Aber aufstehen tut sie nicht. Ich müsste vielleicht mal... Hallo? Hallo? Sitzen? Ich krieg's nicht zu fassen. So, sitzen, aufstehen. Ist zwar schön. Der Highseat macht was. Zu essen. Eben, du musst aufs Klo. Deswegen habe ich dich jetzt geweckt. Und sie liegt noch im Bett. Das ist eigentlich angenehm. Finde ich schön. Kann man ein Frühstück machen. Ja, jetzt geh halt ein bisschen schneller. Nicht in diesem Entenwackel. Ich muss aufs Klo gang. Was haben wir hier? Da könnte man wahrscheinlich noch Teile plündern. Wer sind wir? Wir sind Katharina. Okay, du kannst nach dem Klo hier kurz Teile plündern. Und er kocht ja. Und irgendwie müsste man doch jetzt... Das Rührei sieht eigentlich relativ nett aus, okay? Zum Essen rufen. Ich muss mal zu ihm hier. Mehr Auswahl. Irgendwo kann man doch zum Essen rufen. Nö. Wir machen mal nochmal eine Runde. Nein. Ach so, wir sind wieder sie. Arg, es ist kompliziert, wenn das zwei sind. Okay, nochmal. Nein. Nein. Ah, Runde bilden. Weißt du was? Nimm dir hier auch was. Jetzt geht's nicht mehr. Moment. Ein Gericht nehmen. Ruf doch mal zum Essen. Wo bist du jetzt wieder? Nicht schon wieder hinsetzen. Das ist das Alter. Die braucht immer mal wieder ein Päuschen. Was? Nimmst du noch was? Oder... Habe ich wieder einen falschen erwischt? Moment, Katharina. Genau, jetzt nimm dir einen Teller. Sie sind, glaube ich, schlauer als ich. Ich nehme immer den falschen hier unten und nachher... Und du setzt dich... Jetzt sind wir bei ihm. Du setzt dich jetzt hier hin. Sitzen. Sitzen und essen. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Dankeschön. Müssen wir schon bald arbeiten. Ich muss mal gucken, wann, wie, wo. Der Heisi, der muss. Und sie... Muss auch. Müssen beide arbeiten. Das ist gut. Falsch. Denn, nein. Denn, dann kommen wir an die Kohle. 524. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber ist schon auch krass. 1000 Simoleonen für ein Kind. Und das Kind kostet dann ja auch wieder. Das wird uns ruinieren. Ich sehe es kommen. Naja, gut. Jetzt essen sie immerhin zusammen. Er denkt an sich. Ja. Und sie denkt irgendwie gar nichts. Sie isst. Happa, happa. Okay, weißt du was, Heisi, räum das doch bitte mal weg, beziehungsweise Inventar platzieren, was das wohl heißt. Kommt es dann in den Kühlschrank? Ich hoffe mal. Oh, das ist, er ist angespannt. Oh Gott, wir sind angespannt. Was könnten wir denn noch tun gegen die Anspannung? Ein Bild malen. Das bringt Kohle. Geht nicht, geht nicht. Ach, ja, er ist zu angespannt und kann nicht malen. Das ist ja ein Elend. Was möchte er denn tun? Sich selbst vor dem Spiegel beruhigen. Dann beruhig dich mal. Okay, mach mal. Und die gute Katharina, die schmeißt mal hier das Zeug noch weg. Sonst ist alles soweit heile. Hier hinten haben wir noch was, was wir plündern können. Weiß zwar immer noch nicht, was das bringt. Ja, genau. Dann hat man halt einfach ein paar Ersatzteile im Inventar, was das Schönes bringt. Haben sie jetzt das Essen? Hier drin. Öffnen. Aha. Wo hat sie jetzt das Essen hingestellt? Und hier gammelt eine Milch. Schnell weg. Aufräumen. Hat sie das Essen weggeschmissen, weil ich... ist ja elend. Hier auch nochmal. Aufräumen. Alles wegstellen. Genau. Das machst du fein. Haben wir es schon? Zähne? Nein. Ja. Oh, die ist auch angespannt. Geht's Heisi wieder besser? Er ist wieder glücklich. Geht aufs Klo. Hat keinen Spaß. Okay, deswegen. Jetzt müsstest du aber malen können. Mach mal.
und die gute Frau, die geht vom PC, das ist auch gut. Level 3 der Gitarre oder Geige. Witze schreiben. Weißt du was? Schreib mal einen Witz. Macht man doch hier, nehme ich an. Schreiben. Ein Gurmebuch. Nein. Schreiben, üben. Da, Witz schreiben. Da haben wir es doch schon. Hier die Winterzauber hören. Nee, das machen wir wieder weg. Jetzt gibt es hier keinen Winterzauber. Jetzt gibt es hier einen Programmierungszauber. Beziehungsweise... Moment. Witze schreibe. Zauber. Die ist wieder angespannt oder immer noch angespannt. Er malt, okay. Müssen wir zur Arbeit? Nein, ist 9. Er hat noch eine Stunde. Genau. Gut, was malt denn Heisi? Auch irgendwie was mit Grün und auch irgendwas mit Flecken und denkt dabei an Bäume. Okay, ja. Vielleicht müssten wir mit ihm mal zum Arzt, ich weiß nicht. Nein, nein, soweit geht's uns gut. Ja, wir befinden uns auf dem Weg, oder auch nicht. Wir würden gerne 1000 Zimbelonen haben, damit wir... ein Kind adoptieren können. Das erscheint mir als einzige Lösung hier. Sonst müssen wir uns scheiden lassen und das würde mir irgendwie das Herz brechen. Sie hat einfach was, die Frau. Irgendwie. Gut, danke fürs Zusehen. Wir machen in der nächsten Folge weiter bei unserer Aktion Kinderadoption. Das reimt sich sogar. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.